Hallo Leute! Hallo! Noch ein Let's Eat gibt es jetzt. Gell? Noch ein? Noch ein Let's Eat. Ja, ich habe mit meiner Schwester schon gedreht, aber das werde ich wahrscheinlich nicht hochladen. Es gibt also ein Let's Eat. Ein Let's Eat, genau. Und zwar das hier. Betty Box Bone oder so ähnlich. Ja, Box Bone hier. Mach mal nicht auf. Die sollen sau eklig sein. Wir mal die Mülleimer. Ja, hier. Ich bin jetzt schon am Kotzen, nur weil ich glaube, dass. Okay, das ist eines nicht. Doch, ist dabei. Zweimal. Also, es sind ganz normale Bohnen, ihr seht es wahrscheinlich hier, oder? Da. Mit zu. Ja, ja, klar, das halte ich auch nicht. Die stinken auch nicht so oder so. Ich sollte nur das Fenster aufmachen. Die stinken danach, ich teile sie mal ein, warte. Was danach? Die Farben teile ich mal ein. Die stinken danach übrigens. Ja, wenn ein Speichel dazu kommt, dann stinkt's. Hauptsache, ich habe mich Sperma gesagt. Ich hab Sperma gesagt. Gibt's einen Geschmack auch oder was? Was für gibt's da? Nein, Sperma nicht, nein. Ich weiß gar nicht, wie das schmeckt. Vor allem, ich hab keine Ahnung, ob das die gleichen Farben sind, weil ich hier einteile. Aber ich stell's hier nicht, dass die Leute grollen hier jetzt. Oh Mann. Weil alles, was doppelt ist, kann jeder einmal einen essen. Oder du zweimal. Natürlich. Oh, die eine leckere ist dabei. Aber wirklich lecker. Sagt er jetzt. Nein, das ist wirklich lecker. Ey, da sind fast alle doppelt immer dabei, das ist voll gut. Die sind alle einzeln. Ne, da ist nur ein Doppelter. Sehr zu schlecht. Einmal, drei Stück sind einzeln. Es gibt auch mehrere doppelt. Mehr als doppelt. Okay, welchen willst du denn machen? Das Ding ist so weit weg. Such du es da aus. Ich will es nicht anlangen. Warum nicht? Weil es sonst wieder rumrollt. Ja, stimmt. Dann fangen wir einfach mal oben an bei Orange. Komm, hier ist ein Oranges für dich. Ich habe keine Ahnung, was für ein Geschmack das gerade ist. Ich bin so netter. Almosen angewiesen. Hier, Kotztüte. So weit wird es aber nicht kommen. Ich bin, glaube ich, nicht auf dem Bild. Du riechst nichts am Anfang. Sind die mit Punkten? Das sind die mit Punkten, warte. Die würde ich noch nicht essen. Ist das die Kotze? Ja, ich glaube schon. Legst du nicht erstmal weg. Also ganz ehrlich. Die nimm das hier, das haben wir doppelt. Das ist dunkel, das ist der Orange mit roten Punkten. Das hier müsste die Banane sein. Komm. Ich warte immer ab jetzt. Lecker. Scheiße. Das ist Chili oder so. Die schmeckt voll ekelhaft. Was ist das? Keine Ahnung. Hey, das hat voll gut geschmeckt eigentlich. Was war das, Chili? Ich glaube, verrottenes Ei, warte. Schmeckt aber ganz okay dafür. Das ist jetzt? Das Gelbe. Gelbe? Hier ist verrottenes Ei. Marshmallow kann es gewesen sein. Nee, glaube ich nicht. Banane könnte es gewesen sein. Nee, für Banane war es auch nicht. Schmeckt so ein bisschen nach Chili. Keine Ahnung. Meins war voll verrottenes Ei, das war ekelhaft. Stimmt es danach, warte. Ja, stinkt. Okay, haben wir noch eins rein. Hier, das hier. Was ist das für ein Geschmack? Das müsste Seife sein. Seife? Schmeckt gut, schmeckt echt gut. Seife ist lecker. Ja. Warte, schmeckt überhaupt nicht nach Seife. Ich werde es wirklich jetzt die ganze Zeit erstmal an ihm testen. Wenn es zu eklig wird, werde ich nämlich kneifen. Ja, schmeckt gut. Es hat einen ganz leichten Seife-Geschmack, aber schmeckt gut. Ich habe schon mal Seife gegessen. Weißt du, wie es uns geht? Ich weiß auch nicht, das habe ich voll gewundert. Das schmeckt voll nach Seife, aber schmeckt. Kann man machen. Nehmen wir mal das hier, was ist das nochmal? Stimmt. Das sind grau, ne? Ne, oder welche Farbe war das? Kacke. Das ist Kacke. Deins müsste Marshmallow sein. Oh, meins ist Sausage. Bratwurst. Das habe ich auch nicht probiert. Ja, keine Ahnung. Alter, schmeckt ja voll nach Bratwurst. Das ist voll scharf. Ich hab Marshmallow erwischt. Echt? Kann man nicht meckern. Ja. Aber ich bin richtig nach Bratwurst. Also. Ich habe eine Bratwurst gegessen, obwohl ich keine gegessen habe. Ich hab Marshmallow gegessen, also. Jetzt könnt ihr euch überlegen, wer hier die Pussy ist. Weil mir hier ist auch zweimal, ich glaube, das ist Wassermelone. Ja, das ist Wassermelone, da müssen wir noch eins da sein. Wo geht das Ding? Ja, genau.
Es müsste Wassermelone sein. Es ist dunkelgelb. Okay. Ja. Ja, aber noch. Ein bisschen und da. Ja. Die Ekelhaften kommen noch. Ich gucke mir das erstmal bei ihm an. Da kann ich mich schon mal drauf einstellen. Aha. Riecht das nach Bratwurst? Das hat man als letztes Essen hier. Das ist die Kotze, ne? Ja. Was ist jetzt das? Candy Floss. Candy Floss? Ja. Oh. Was ist das eigentlich? Nein, meins Bubblegum. Es schmeckt nach Kaugummi. Hä? Wo ist denn hier Kaugummi drauf? Was ist denn Kaugummi? Oh. Ich habe noch nicht gelesen, stand es echt da? Nein. Also ich finde die Mischung auch gerade so lecker. Ich habe jetzt so eine Mischung aus Chili, Marshmallow. Dann trink was nach, dann hast du einen anderen Geschmack. Ja, dann schmeckt es nach Lemon. Ja, stimmt auch wieder. Was haben wir denn noch so? Wir haben noch hier solche. Hier, ja, nimm die, genau, einen einzelnen. Nimm mal die, die er nicht nimmt. Das habe ich noch nicht probiert. Was, nach was schmeckt das denn? Sag ich nicht. Er hat die Tüte bereit. Ich weiß es nicht. Es steht hier. Ich weiß aber nicht, wie der Geschmack eigentlich ist. Ich habe es noch nie gegessen, was da drauf ist. Ich habe Angst. Was soll es denn schmecken, sagen wir ja. Das hier. Ohrenwachs. Der schmeckt aber gut. Ohrenwachs. Hä? Ich hab nur die Ohrenwachs gegessen. Oh ja. Doch, das meinst du. Ich hab schon öfters. Ja, vom Geruch her. Du riechst nach Döner. Du riechst noch nach Döner. Kann man machen. Kann man machen. Was ist das? Atem nehmen. Das war unmazahmer Ohrenwachs. Das rote, das sollte glaube ich nach Erdbeer schmecken. Erd und Bär. Oder Cherry. Das war, stimmt, das waren verschiedene Geschmacksrichtungen. Das war Zimt oder Kirsche. 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 Lecker. Alles ist eine dabei. Oh, das eine ist dabei, das hätte ich gern, das ist geil. Das hat meine Schwester gesagt, dass es geil ist. Schwarzer Pfeffer. Schwarzer Pfeffer. Komm noch eins, komm. Das war lecker. Das ist nicht schlecht. Jetzt ist wahrscheinlich voll kacke auf einmal. Meins ist Zimt jetzt, meins dunkler. Ja, Tim. Big Red schmeckt nice. Ich sehe auch die Big Red, oder was? Nicht du! Oh ja, echt wie Big Red. Voll geil. Aber jetzt muss ich neutralisieren, weil Zimt hat einen sehr extremen Geschmack. Ja. Das ist einfach wahr. Warte mal, ist das eine dabei? Wo waren das? Zweimal dabei. Lecker. Nimm mal das hier mal, komm. Was ist das? Okay, das wird das lustig. Gleichzeitig. Nee. Komm bitte einmal. Du wolltest dieses Letzte machen, du fängst an. Guckt euch diesen Genießer an. Ich stecke im Mund. Bücher. Erde. Erde? Erde. Kann man machen. Erinnert mich an meine Kindheit. Wer hat nicht schon mal Erde im Mund gehabt? Das schmeckt dir. Willst du noch mehr? Da ist noch einer da. Ne, zwei. Ich nehm noch einen. Ist das der? Ja. Alter! Jetzt ist es einfach! Das schmeckt wahrscheinlich nach Erde. Das schmeckt nach Erde, oder? Boah, fuck! Erde halt. Wie ein Regenwurm. Das war Regenwurm statt Erde, ne? Was? Was? Erdwurm. Das war kein Erde, das war Erdwurm. Aber es schmeckt mehr nach Erde als Wurm. Mhm. Obwohl, ich bin ja ein Wurm. Der isst alles. Der isst alles und auch Salat. Das ist jetzt Erde, nur Erde. Nee, das kann auch Sausage sein. Brav, Sausage oder Erde? Ich hab hier so graue Flecken. Hä, du hast ein Pinkes. Das ist das Sausage. Sausage. Was ist das? Naja. Gib mal her. Die Bratwurst. Das ist da gar nicht drauf. Es ist einfach. Ah, es ist ekelhaft.
Schmeckt wie Urin. Ah, nee, ist die Bratwurst. Voll scheiße. Sind die alle so? Das ist alles Bratwurst. Ja, Mai, Bratwurst. Das hier haben wir noch alles zum Essen. Das ist alles 5, 6. Mach mal das als nächstes hier, das da unten. Rechts. Schmeckt nach Speck. Und Speck muss weg. Das war doch Erde vorhin, fällt mir gerade ein. Das ist Erdwurm. Jetzt kommt Erdwurm. Jetzt kommt Erdwurm. Schmeckt wahrscheinlich genauso wie Erde. Das heißt wahrscheinlich bisschen so. Bisschen würmiger. Ja. Probier schon mal. Das schmeckt noch mehr danach. Das rote Ding war es, oder? Schmeckt doch gar nichts. Kannst du das verkneifen, den Geschmack? Meine Zunge schaltet auf Automatik um, die macht gar nichts mehr. Oh, Scheiße! Weg. Verrottenes Eis nicht dabei, glaube ich. Nee. Habe ich, glaube ich, schon vorher gehabt. Nimm mal einfach links. Das ist gemischt, das ist keine Ahnung, es gibt alles einmal. Ich habe hier eine graue kleine. Das sieht aus. Das ist dasselbe wie das. Es hat ein bisschen Ähnlichkeit mit mir. Kleine komische Form. Viel Spaß. Ich habe was Graues. Was habe ich? Grau. Keine Ahnung. Was bist denn du? Oh. Mhm. Ich fühle mich gerade wie ein Pfefferstreuer. Nein, du hast Black Pfeffer. Scheiße, das wollte ich. Ja. Oh, das riecht voll gut. Wie viel haben wir noch? Zwei Stück haben wir da unten noch. Und dann, ich fühle mich gerade wie ein Pfefferstreuer. Du musst den Erbrochenes nehmen. Muss ich? Ja, musst du. Das wird lustig. Wie es schmeckt dir? Geht. Was? Stopp, nachtrinken. Doch nicht lecker. Ich habe gerade selber fast gekotzt, weil das Ding an meinen Gaumen ist. Ja. Boah. Das letzte war ekelhaft. Alles andere ging. Da sind noch zwei von den anderen Sachen, die kannst du essen. Ich bin fertig. Dann schmeißen wir sie weg. Ich esse das nette Segel ab. Mach mal eine bunte Mischung, komm dir einfach so und jetzt. Der hat die Kotze nicht gegessen. Dieser Feigling hat die Kotze nicht gegessen. Isst die Kotze. Das ist gemischt mit allem. Du isst es jetzt noch. Nein. Doch, ich habe das nicht umsonst gegessen. Nein. Ess es jetzt. Das ist gemischt schon. Du isst es jetzt. Nein. Doch. Das ist voll ekelhaft aus. Wenn ich das mache, machst du das jetzt auch. Och Mann, oh. Kneifen ist hier nicht. Es ist alles gemischt. Das gelbe Dunkel da. Und bitte in die Tüte dann. Musst du kotzen? Er hat jetzt kurz. Ich habe einfach nur geblufft. Das war wirklich total ekelhaft. Ich hoffe, ihr habt es gehört. Ne? Wisst ihr Bescheid? Der Erdl! Oh, er hat noch ein bisschen Bandwurm zwischen meinen Zähnen. Ekelhaft. Jetzt ein Kaugummi im Abgang. Das wäre nicht schlecht. Oh. Ah. Das ist widerlich. Ich habe noch eine andere Sorte irgendwann. Da gibt es schon mehr? Es gibt halt eine Farbe mit zwei Geschmäckern. Eine gute und eine schlechte. Die sind nicht schwer. Die weißen schmecken gut, die schwarzen immer schlecht. Ne? Ja. Toll. Jetzt ist dieser Geschmack weg. Ja. Ich hoffe, man hat mich gesehen, weil ich aus dem Bild immer bin. Das war's.